Hallo und willkommen zu einem Mystery Unboxing. Ich habe Post bekommen vom lieben Matt und was da drin ist, erfahrt ihr gleich. Warum Mystery Unboxing? Kann man wirklich nicht wissen, was drin ist? Es stimmt auf eine Art. Also mit dem lieben Matt habe ich einen, ja, man kann sagen, einen Deal gemacht. Ich habe ihm was organisiert zu seinem Hobby Assassin's Creed, oder ich hatte noch was von Assassin's Creed und wir haben ein paar Sachen getauscht im Endeffekt. Und zwei Sachen, weiß ich, sind hier drin, die wir auch getauscht haben. Zwei Star Wars Figuren, die seht ihr auch gleich. Aber der Rest, ja, was noch drin ist, ja, what's in the box? Ich habe keine Ahnung. Er sagt, das sind schöne Sachen dabei, die mich interessieren irgendwie. Ja, und dann wollen wir doch mal sehen, wie weit sie mich interessieren. Also, wir schneiden das auf und es ist gut verpackt. Richtig schönes Gaffer-Tape. Das heißt, es ist richtig gut und stabil. Und ich sage euch eins, das Paket ist wirklich vor einer guten halben Stunde erst geliefert worden. Ich bin direkt von der Arbeit gekommen. Oder vom Job sozusagen. Und dann hat der Postbote geklingelt und dann habe ich gedacht, ja, bevor ich jetzt hier nun großartig eben halt das für mich auspacke, habe ich gedacht, nö, da machen wir das Video drüber. Das ist doch wesentlich spannender. So. Natürlich mal aufpassen, wenn man so aufschlitzt, dass man nichts im Innern kaputt macht. So, jetzt ist es auf. Messer erstmal zur Seite, vielleicht brauche ich es nochmal. So, das stelle ich nur auf einen Karton, auf einen Stuhl hier unter. So, hier ist ein Stuhl vor. Dann wollen wir mal aufschlagen, das Paket. So. Und dann gucken wir mal, was da drin ist. So, das erste, was drin ist, eine Actionfigur-Toybox von Hasbro und da steht schon Star Wars drauf. Da könnten die Star Wars-Figuren drin sein, die wir sozusagen gedealt haben. Ja, und ich sehe sie auch. Das ist wirklich das, was ich weiß. Abgesehen von der Bubble-Folie, das war nicht verabredet. Nein, Spaß beiseite. Natürlich sehr, sehr gut, dass das drin ist. So, und hier haben wir zwei Star Wars-Figuren, noch ein schöner Karton. Und das sind zwei neuere Kennerfiguren von Star Wars Obi-Wan, von der neuen Star Wars Serie. Wir haben ein bisschen Staub gekriegt irgendwie, na egal, das, keine Ahnung wieso, vielleicht weil sie so lange unterwegs waren. Nein, Spaß beiseite. Ja, lieber Matt, ich freue mich wirklich drüber. Und hier mein Darth Vader aus der Obi-Wan Reihe, richtig cool. Da kann man verschiedene Hände ändern. Er hat ein Laserschwert, eins zum Kämpfen sozusagen und eins lose. Der Umhang fällt jetzt wirklich gar nicht so großartig auf. Ich sehe gar nicht irgendwie man den Eindruck, da ist gar kein Umhang dabei. Aber es kann sein, dass er so drum geschlagen ist, dass er gar nicht fällt dadurch. Aber cool, ist eine coole Figur. Und wo wo Vader nicht weit ist, haben wir auch Obi-Wan, auch eine sehr schöne Figur. Hier mit Lola, ganz, die ist ganz klein, so, wir sieht hier ganz unten. Ich versuche noch näher ranzuhalten. Da unten ist sie. Auch hier wieder eine kleine Pistole, das Laserschwert in zweifacher Form. Ach nee, Lola ist auch nochmal da oben. Da oben ist sie auch nochmal. Seht ihr? In groß, also einmal zum Hinstellen, wie sie, und einmal wie sie ausgefahren ist. Richtig süß eigentlich. Ja, auch eine witzige kleine Droide, der schon fast zum Verlieren hier drin. Überhaupt wird das Zubehör immer kleiner, aber dafür auch Stoppumhänge. Und ja, Obi-Wan ist nicht schlecht getroffen. Und ich liebe auch dieses Vintage-Design. Ja, dieses klassische Design, wie ich damals die Kenner-Figuren kennengelernt habe in den 80ern. So, jetzt gucken wir mal weiter, was findet sich hier. Ich habe natürlich eine ganze Menge Folie. Ich würde es einfach mal auf den Boden schmeißen. Das ist nur Papier. Weiter. Man weiß ja nie, was drin ist. Na, da ist auch nur Papier. Und da auch wegkicken. Und nochmal Papier. Das. Und da kommen schon die ersten Sachen zutage. Richtig interessant. Gut.
Das eine ist, gucken wir gleich. Also hier haben wir einen Manga von Zelda Ocarina of Time. Auch nicht schlecht, ist kein schlechter Manga. Ich weiß nicht, ob er mir fehlt. Ich habe einige, aber ich weiß nicht, ob ich den habe. Aber ich muss ihn sauber machen. Wie staubig es bei dir ist. So, und dann haben wir hier den witzigsten Film aller Zeiten. American Splendor mit Paul Giamatti. Eine interessante Hülle, wo man es anhängen kann. Ich muss mal sehen, wie es ist. Also auch so in so einem Schuber. Ist auch wahnsinnig staubig. Kann ich euch zeigen. Auch so richtig cool gemacht. Also ich finde das richtig cool. Ist die DVD denn da drin? So, hier haben wir ihn dann lose. Und auch hier ist der Film drin. Das war meine Videobuster-CD. Also auch eine. Sieht so aus, ob mal ein Booklet drin war. Es ist jetzt leider nicht mehr. Aber trotzdem eine witzige Sache. Auf jeden Fall. Und jetzt weiß ich auch, wozu dieses Teil hier vorne war. Das war eben halt für die Karte, damit man das ausleihen konnte. Ja, interessant. Ich weiß gar nicht, den Film kenne ich glaube ich gar nicht. Auch richtig interessant. Wer spielt da noch mit, den man vielleicht kennt? Hope Davis, eine jüngere eine Schauspielerin, die mal so einen kleinen Film war. Ich glaube, ich erinnere mich, dass sie mitgespielt hat in Arlington Road. Aber es ist auch ein sehr langer Film. War sehr alt. Und der Film jetzt hier ist von, steht hier was? Naja. Steht jetzt nichts. Aber interessant. Interessanter Film. Sagt mir so nichts, wird sich zeigen. So, dann habe ich hier ein Büchle. Was dick. Ein Making-of. Buch. Hier steht nur, seht ihr, das ist weiß. Ich sehe nichts und hier steht Making of. Und jetzt ist Überraschung. Making of von was? Wir schlagen es auf. Falsch rum. Schlage ich es auf. Making of von Making of. Na, hier ist das Bild genau hinter der Seite, die ich nicht öffnen kann, richtig. Also das Making-of, wie ein Film entsteht, von A bis Z, aus dem Cinema Verlag. Auch richtig schön gemacht. Ich habe einige Bücher, ich weiß gar nicht, ob ich das Buch aus dem Cinema Verlag habe. Ja, hier könnt ihr, ich versuche mal eine schöne Seite zu finden, auch hier so wird gezeigt und er berichtet, wie so ein Film entsteht. Das ist auf jeden Fall ein großartiges Buch. Ich liebe diese Art Filmbücher. Auch so, ich versuche gerade mal mechanische Effekte. Guck gerade, ja, hier haben wir das ist immer schön zu sehen. Star Wars, das ist schwer, wie Star Wars, wie das Renko entsteht. Richtig cool, das ist ein tolles Buch. Und wahrscheinlich gab es mal so einen Umschlag darum, deswegen fehlte das. So, was habe ich denn hier noch? Auch richtig cool, ich bin ja großer One Piece Fan und jetzt haben wir hier ein Artbook aus dem Kasen Manga Verlag. Das ist also die deutsche Fassung. Richtig cool. Das sind so die Konzeptzeichnungen zu gewissen. Noch kann man gar nicht so zeigen. So. Und was das Schöne ist, es sind diese Artworks teilweise drin, die auch im, wir im Manga in Schwarz-Weiß hatten. Auch so diese Zwischenseiten, richtig cool. Das werde ich mir zu genug tun und in Ruhe anschauen. Da freue ich mich schon drauf. Ja. Und gucke ich noch was, außer dass es gut verpackt ist, das Zeug. Nein, das war's. Ich meine, es muss ja auch nicht viel mehr sein. So, das waren so ein paar Gifts, Giveaways, kann man fast sagen, oder zu diesen Figuren, die ich mit ihm getauscht, gedealt habe. Also ich bin völlig begeistert. Das One Piece ist natürlich eines meiner Highlights, weil ich auch One Piece Fan bin, aber auch das Filmbuch, das werde ich mir in Ruhe zur Gemüte ziehen und ja, mich damit auseinandersetzen. Ich freue mich darüber. Vielen, vielen Dank, lieber Matt. Das war auch eine echte Überraschung. Und der Film, ich weiß gar nicht, ob ich ihn kenne. Ich glaube, ich kenne ihn noch nicht mal. Den werde ich mir mal angucken. Und das Cover ist natürlich auch großartig. Ne? Das sieht man nicht alle Tage. Ist auch, glaube ich, eine etwas seltenere Sache. Ja, ansonsten, das war jetzt das Mystery, kurze Mystery Unboxing. Danke, dass ihr dabei wart. Ne? Und bis zum... Achso, falls es euch gefallen habt,
Ne? Ich freue mich immer über ein Like, so dass ich weiß, ihr habt es angeguckt, kommentiert, kennt ihr was davon? Sammelt ihr vielleicht auch die Star Wars Figuren? Schreibt es in die Kommentare. Kennt ihr den Film? Was sagt ihr zu dem Film? Könnt ihr mir den auch richtig ans Herz legen, dass ihr sagt, den musst du unbedingt geguckt haben? Gerade wenn du Comic-Fan bist, so sieht es ja fast aus, muss man den geguckt haben. Ja, und ach, was soll's. Ihr wisst schon, was ihr schreibt. Ich lese es und wir sehen uns beim nächsten Mal.